Sie sind hier, 12. November 2018, 19.54 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten, vergrößern, verkleinern, der 1. FC Magdeburg hat Jens Hertel rausgeworfen, Urheberrecht, Getty Images. Nach der 4. Niederlage in Folge greift der 1. FC Magdeburg durch und entlässt Trainer Jens Hertel. Sein Nachfolger wird aktuell noch gesucht. Zweitligist 1. FC Magdeburg hat auf die anhaltende Misere reagiert und Trainer Jens Hertel entlassen. Das 2:3 am vergangenen Sonntag gegen Jahn Regensburg war für den Aufsteiger bereits die 4. Niederlage in Folge. Mit nur 9 Punkten aus 13 Spielen steht das Team aus der Bürdestadt auf Rang 17. Mit Blick auf die Weiterentwicklung der Profimannschaft innerhalb des laufenden Wettbewerbs in der 2. Bundesliga haben wir nach fortwährender offener Analyse festgestellt, dass die für diese Saison gesteckten Ziele aktuell stark gefährdet sind, wird Geschäftsführer Mario Kalnick in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Im Ergebnis habe der Verein deshalb die Entscheidung getroffen, eine Veränderung auf der Position des Chef- und des Co-Trainers vorzunehmen, erklärte Kalnick weiter. twitter.com/1-FCM-Status/106204858080505446465 Magdeburg sucht noch Nachfolger von Hertel. Wer Hertels Nachfolge übernimmt, steht noch nicht fest. Der Verein will nach eigenen Angaben zeitnah über die zukünftige Besetzung der Trainerposition entscheiden. Neben Hertel muss auch Co-Trainer Ronny Thielemann mit sofortiger Wirkung gehen. Anzeige, jetzt die neuen Trikots der Zweitligisten kaufen. Hier geht's zum Schauf. Hertel hatte den Trainerjob in Magdeburg 2014 übernommen und führte den einzigen DDR-Europapokalsieger von der Regionalliga bis in die 2. Liga. Zuletzt musste sich der Coach jedoch viel Kritik gefallen lassen. Klub-Ikone und DDR-Rekordauswahlspieler Joachim Streich beschrieb Hertels Fußball als nicht mehr zeitgemäß und bezeichnete den Hertel als stur.